Wusstet ihr, was in Belgien in den 1950ern zu weltweiter Berühmtheit gelangte? Sag mir bitte, es ist was zu essen. Waffeln. Belgische Waffeln. Und genau die machen wir heute auch, und zwar mit leckerem Apfelstrudelkompott. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Direkt aus Belgien ist uns ein kleines Rezept in die Küche geflattert. Und das machen wir jetzt. Belgische Waffel. Ja, dafür brauchen wir erstmal einen Hefeteig. Genau, belgische Waffeln bedeutet Hefeteig. Und das finde ich gut. Ich mag Hefe. Ja, aber wir essen nicht den Teig roh. Warum? Nicht so wie sonst immer. Geht jetzt hier erstmal die Milch in den Topf. Guck mal, extra für dich, wie ich einschütte. Tadellos. Wenn bei euch daheim richtig warm ist und die Milch eh schon draußen stand, müsst ihr die nicht weiter werden. Sie sollte so 30, 40 Grad maximal haben. Ne? Sonst macht die Hefe... Geben wir der Hefe doch noch mal extra Zucker zum Futtern. Ich mache mal einen Teil der Milch hier rein, weil im Rest schmelzen wir noch die Butter. Dann bröseln wir die Hefe rein. Wir brauchen natürlich nicht den ganzen Würfel. Und den Rest könnt ihr in den Kühlschrank tun und dort vertrocknen lassen. Oder aber ihr friert ihn ein, weil wie ein Hefeteig selber könnt ihr Hefe natürlich auch einfrieren. Dann bleibt die länger haltbar. Ich schnappe mir hier mal die Butter und schmeiße sie zur Milch. Denn das Ganze braucht noch ein bisschen Fett für ein bisschen Geschmack. Wa? Warte, Melissa, ich halte das für die Nachwelt fest. Wie ich lache. So, bitte. What's happening? Ich bin ganz nah. Mein Eier-Close-up. Okay. Beeindruckend. Mhm. Sehr gute Technik. Oder? Eierschlons weg. Ich find's aber geil, wie meine Hose aussieht, als wenn sie dahinter so zuguckt. Eigentlich trennt deine Hose gerade die Eier. Ja, es sind gar nicht meine Arme. So, ich glaube, wir haben genug gesehen. Die Butter ist hier nahezu geschmolzen in der Milch. Das heißt, ich kann das hier schon mal vom Herd nehmen, damit die nicht zu heiß wird. Und während du da so trennst, hier sieht man schon, wie die Hefe so langsam aufsteigt und gleich wird sie so kleine Bläschen bilden. Frische Hefe, immer super aktiv, immer gut. Gegensatz zu mir. Hast du mal Waffeln aus Reismehl probiert? Nee. Leute, sollen wir mal Reismehl-Waffeln machen? Werden die dann so Mochi-mäßig? Hä, voll geil! Mochi-Waffeln? Mega geil! Ey, schreibt in die Kommentare, wenn wir Mochi-Waffeln machen sollen. Sieht eigentlich gut aus. Du stehst da schon perfekt. Bleib doch mal da. Ja, sieht gut aus. Ich finde es so schön, dass es nicht bei mir gemacht wird. To be honest, wir machen das so oft, dass ich es mir manchmal auch ein bisschen wünsche, dass es Flop macht. Wenn ihr gerne was sehen wollt, wo was auf den Kopf Flop macht, dann schaut doch unsere Schleim-Challenge. Die findet ihr hier oben. Jetzt kommen hier Mandelsplitter rein, weil wir ja so eine Apfelstrudel-Waffel-Fusion-Sache machen. Und das ist bestimmt ganz gut. Auch so ein leichter Knack ist doch nice. Ja. Konsistenzen, Leute, Konsistenzen. Bisschen Struktur. Wir überwachen jetzt quasi mit 3 Kameras, ob er es tot rührt oder nicht. Ah. Wenn ihr euch jetzt gerade wundert, hey, das ist, glaube ich, zu viel Milch, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, ist genau richtig. Es soll so ein bisschen wie Crepe-Teig sein, also schon flüssig. Ich geh mal damit eine halbe Stunde lang rühren. Du geh? Hä? Nee, ich komme gleich wieder. Nein, du musst mir helfen, Apfelkompott machen. Ja, okay. Dafür müssen wir erstmal Äpfel präparieren. In Spalten schneiden. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, der meinte, Apfel ist das langweiligste Obst. Nee, langweilig finde ich Apfel eigentlich nicht. Mhm. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Sorten, die unterschiedlich schmecken, und Apfel ist sehr vielseitig einsetzbar. Ja, weil mit Äpfeln kann man mega geile Sachen machen, aber so ein Apfel an sich, wer sagt denn, Apfel, das ist mein Lieblingsobst? Würdet ihr sagen, Apfel ist das most basic Obst, was es gibt? Ich würde eher Äpfel als Blaubeeren essen. Ich finde Blaubeeren overrated. Oh, hot take hier. Was sagt Kameramann A und B? Apfel ist nice. Apfel ist nice? Ja, ja. Aber? Blaubeeren ist besser. Er sagt, Blaubeeren ist besser als Apfel. Ja, ich weiß, das ist die Mehrheitsmeinung. Frischer, naturtrüber Apfelsaft. Oh, auch geil. Kalt im Sommer, das hittet ganz anders. Ja. Kannst du das mit Blaubeeren? I doubt it. Du möchtest nicht wissen, wo der Apfelstrudel herkommt, ja? Oh, doch. Ja. Wenn es Fun Facts sind, dann immer. Naja, also der hat eine lange Reise hinter sich, wie viele Sachen. Kommt aus Arabien, ist dann über Türkei nach Österreich. Und er ist so, was, 17. Jahrhundert. 1996. Ich dachte, das sollte ich nicht so genau wissen. Du hast gesagt, ich soll das nicht so genau wissen. Ich hole mal einen großen Topf einfach. Da kommen jetzt erstmal 2 Esslöffel Butter in den Topf. Und die lassen wir richtig schön anbräunen. Also wir wollen eine braune Butter. Richtig schön Farbe und Aroma. Das heißt, so bei mittelhoher Hitze das anknuspern lassen. Schönes Orangensäftchen in der Orange.
Und wie immer ein bisschen vorrollen, damit mehr Saft rauskommt. Zusammen mit dem Chai-Tee kriegt er auf jeden Fall so weihnachtliche Gefühle. Bisschen, ne? Ja. Stimmt. Der Chai-Tee kommt natürlich später so als kleiner Trick, damit wir schon die richtige Gewürzmischung haben für den Strudel. Wenn ihr die Butter braun haben wollt, müsst ihr die ganze Zeit rühren, weil sonst brennt das Ganze an. Also die Milchbestandteile sind das, was quasi braun wird. Und wir wollen ja nicht, dass ein Teil schwarz wird und der Rest dann noch hell ist. Also schön rühren. So, bereit? Ja, aber mit nicht... Ja. So, viel Spaß. Das lassen wir jetzt noch so ein bisschen bräunen. Und dann löschen wir mit dem Orangensaft ab. Und dann wird geköchelt. Teebeutel gleich hinterher. Unser Apfelstrudelkompott ist jetzt schon so ein bisschen eingeköchelt. Jetzt kommt noch Zucker, Rosinen und Gewürze dazu. Und wir dicken noch an mit einem kleinen Stärke-Slurry. Hat fast so einen soßigen Glanz jetzt. Ja, perfekt. Dann hole ich mal unser Waffeleisen und den Teig. Jawohl. Der Blobboy. Da ist er. Und dann überlasse ich Ihnen das Feld, Frau Waffelmeisterin. Es gibt übrigens zwei Arten belgischer Waffeln, nämlich einmal die Lütticher Waffel. Oder die Brüsseler Waffel. Die machen wir übrigens. Die ist nämlich ohne Zucker, außer dem Zucker halt am Anfang. Und die Lütticher Waffel ist mit Hagelzucker. Während wir hier warten, könnt ihr ja schon mal ein neues Tab machen und unsere anderen geilen Waffelrezepte angucken. Zum Beispiel Taiyaki, japanische Waffeln. Sehr lecker. Die sind sehr lecker. Ich sitze einfach auf dem Boden. Ich wollte schon immer mal wissen, wie es so auf deiner Höhe ist. Ja, anstrengend. Nach geduldigem Backen. Ja, crunchy würde ich sagen. Perfekt. So, rein! Das ist Walnuss-Eis, das es so herzhaft gerade macht. Mhm. Deswegen war ich gerade verwirrt. Mit Vanille wäre es wahrscheinlich noch cremiger. Mhm. Ich finde das aber geil, weil das so was Herbstliches hat. Mhm, voll. Es hat mich erst nur so aus dem Nichts erwischt, aber es ist sehr lecker. Mhm. Waffel auch. Schön knusprig von außen, schön fluffig von innen. Ich hätte fast gedacht, sie ist hefiger, ist sie aber nicht. Mega lecker, aber vertraut nicht nur uns, dass es lecker ist, sondern einer völlig unabhängigen Meinung aus dem Team. Möchte jemand mal probieren kommen? Bitteschön. Fühlst du den Herbst auch? Ich spüre ihn auf der Zunge. Hammer. Geil. Naja, also, so weit genug. Macht's daheim nach. Dann könnt ihr es selber testen und schreibt uns gerne in die Kommentare, seid ihr Team belgische Waffel oder Team Herzwaffel? Ja, hier gibt es übrigens noch mehr Waffelrezepte und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Ciao.